Grüße, liebe Gamer-Freunde, zurück zu Let's Play Echo of Soul. Wir sind Level 16. Ich habe nicht meine Daily fertig gemacht. Das heißt, wir können wieder skillen. Und was hatte ich gesagt? Ich fand eigentlich den hier ganz cool. Weil der, oder war das der? Nee, das war der. Irgendwas, was fand ich so cool an dem? Vorschau ist der Doppelschlag. Das ist hier der, was ist der Doppelschlag? Doppelgeistschlag. Angriff, Rückreise. Das ist denn mein Doppelschlag? Was ist das hier? Geistodem. Reinigt einen Flucht- oder Gifteffekt von dir oder von einem deiner Verbündeten. Aha. Gut zu wissen. Machen wir einfach mal rein. Und, ach, das soll eine Rolle sein. Na. Mein Gott, entschuldigt bitte. Donnerschlag. Steht hier Donnerschlag? Ne, hier steht Doppelschlag. Naja, okay. Aber was, wenn du Geistschlag, Donnerverstoß, Donnervorstoß haben wir auf jeden Fall. Und dazu steht ein 25% mehr Schaden zuzufügen. Was haben wir noch? Donnerschlag, Sturmhieb. Was macht der Sturmhieb nochmal? Ach, das senkt die Geschwindigkeit, stimmt. Es sind immer nur so passive Dinger hier, ne? Aber voll geil. Lichtschwert und eine 25 mehr Schaden zuzufügen. Dieser Effekt kann alle 5 Sekunden auftreten. Was ist denn Geistschlag? Habe ich den Geistschlag schon? Herzblut? Wut pulsieren. Ja, aber trotzdem finde ich das besser. Yes. Please. Ich muss mir schon wieder die Nase putzen. Sorry. Sorry dafür. Und, oh nein, die Spieldauer von Begleiterschnuffel ist abgelaufen. Ach, das ist dramatisch. Wir nehmen jetzt hier weiter auf. Versteck dich, du darfst keinen Mucks von dir geben. So, wir haben irgendwie, anscheinend haben die Motrolle gerade das Sagen und es wird bestimmt nicht lange dauern, bis die Goblins die Kontrolle übernehmen. Wir müssen sie aufhalten, bevor das geschieht. Erledige Schamanen, der Glutsonnenhüter und Krieger der Glutsonnenhüter in Goblinsburg und kommen dann nachher hier zurück. Ja, werde ich machen, aber vorher müssen wir doch noch in den Dungeon rein. Ja, es funktioniert richtig gut hier. Ist das Solo? Solo. Gruppe. Gruppe. 10er Raid und 20er Raid können wir nicht machen. Wir können ja auch die Hemmingenhöhle in schwer jetzt machen. Wir betreten sie aber trotzdem einmal in leicht. Beziehungsweise nicht in leicht, sondern in normal. So. Was? Brauchst du etwas? Nö, nö, nö. Halt die Frage, ne? So. Die Frage ist, wie viele Einwohner müssen wir retten? Ich danke dir. Fünf. Okay, dann machen wir auch nur das, würde ich sagen. Ich danke dir. Wobei, ich weiß nicht, wie es eben ist mit diesen Höhlen, ob man das halt mehrmals solo machen kann. Was ist der Hölle? Und dass man dann nochmal Loot kriegen konnte, weil die Ausrüstung an sich habe ich ja nicht fertig. Weiß ich nicht. Aber es ist schon extrem heftig, finde ich, wie schnell man tatsächlich mit diesen PvP-Dailies levelt. Und wie schnell die Monster hier spawnen. What the fuck? So. Wir haben jetzt diese eine Mission fertig. Ich gehe jetzt aber eben einmal hier weiter, weil die Hemmling-Höhle auf normal, die sollte ja nicht allzu lange dauern. Und ich muss sagen, ich mag diesen Undash-Skill sehr, weil ich bin ja faul. Ich sollte nur natürlich darauf achten, dass ich nicht sterbe. Vitalität.
Ich meine, Mission habe ich ja nicht mehr, offensichtlich. So. Töte 100 Monster. Plünder. Was habe ich da für Schuhe bekommen? Set. Was? Identifikation abgeschlossen. Oh, ausweichen. Ich habe noch Level 3. Was für alte Schuhe habe ich eigentlich an? Wir wechseln mal direkt die Schuhe. Die waren nämlich ziemlich alt, offensichtlich. So, kommt die Tante jetzt gleich oder muss ich erst die Eskorte töten? Ich weiß das nicht mehr. Wahrscheinlich muss ich erst die Eskorte töten, ne? Die Eskorte. Ah, Milady, dann komm mal her, verführerische Dame. Mehr als knapp. Persönlicher Rekord. Okay. Aber haben wir nicht ein Oberteil schon von der Höhle? Seit der Blendung. Ist das jetzt? Ach nee, haben wir auch noch nicht, ne? Keine Ahnung, was ich hier fabriziere, um ehrlich zu sein. Wir gehen jetzt hier einfach raus. Abgeschossen raus, ja. Es würde mich ja eigentlich schon interessieren, wie die schwere Höhle jetzt ist. Ob die wirklich hoch, das war mein Handy, das ganz wunderbar vibriert hat. Ja, gucken wir doch einfach mal, würde ich behaupten. Ich meine, wir sind ja jetzt Level 15. Ungefähr. Ich glaube, dass wir jetzt. Ah, ein Polen ist Level 17. Okay, wir sind Level 16, aber ich habe mich geirrt. Ich bin ja Level 16. Auch an sich. Ich glaube, ich wüsste nicht, wozu. Nee. Wir gehen mal wieder raus. Wir gehen nochmal raus, machen jetzt erstmal die normalen Missionen wieder. Und vielleicht gibt es ja noch eine Mission, wo wir dann eben weiter doch. Ja, ich level jetzt unter meinem Level-Ding, ne? Nicht genügend Qualität. So, diese Mission ist fertig. Ich meine, was habe ich auch für andere Möglichkeiten, wenn ich mit dieser PvP-Daily, die ja wirklich sehr gut funktioniert, wenn ich mit der PvP-Daily zwei Level die ganze Zeit mache? Was soll man dann auch machen? Ich muss mal ein bisschen mit meiner Maustaste hier klarkommen. Aber... So, nee, nach da. Hier, Etiken. Der da. Oh. So. Werte Freunde. Dann laufen wir mal wieder zurück. Dann müssen wir auch noch zur Hemlinghöhle einmal laufen. Hotze. Retter von Meoma. Was ist ein Titel? Oh mein Gott, ich bleib hier hängen. Was zur Hölle? Versteck dich.
Du darfst keinen Mucks von dir. Gute Arbeit, jetzt sind sie keine Gefahr mehr für Bamsdorf. Gute Arbeit, jetzt kann ich den Schutzschein endlich reparieren. Das wird nicht lange dauern. Das sagen sie alle. Jetzt, wo ich den Kern wieder habe, kann ich den Schutzschein reparieren. Jene, die von Odin gesegnet wurden, können das allerdings schneller erledigen als ich. Du bist also perfekt für diese Aufgabe geeignet, Seelenhüter. Repariere den beschädigten Schutzschein in Ober-Bimsdorf und melde dich dann bei Levina. Ich sende alles nach Bimsdorf. Okay. Huch, das war gemein. Hast du den jetzt hier kaputt gemacht? Sah so aus. Wo bin ich zum Henker? Toll. Du musst die Seele der Finsternis finden. Maski hat den Schutzschein repariert. Er ist zwar nicht mehr mächtig wie bisher, aber er wird seinen Zweck erst einmal erfüllen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Crit, Vitalität, Leben, Durchschlagskraft. Bamsdorf scheint nun sicher zu sein, doch im Gönnergrund hat sich die Situation verschlechtert. Ich befürchte, dass ein paar Kreaturen die Situation ausnutzen und hier Ärger machen könnten. Bitte geh zu Grunja. Du wirst ihn in der Nähe von Rigans Geburtsort finden. Der Schutzstein muss zum Außenposten am Gönnegrund gebracht werden. Bitte kümmere dich darum. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich werde hier die ganze Zeit durch die Gegend gebämst, ohne dass ich überhaupt gefragt werde, ob ich das möchte. Das ist eine Frechheit. Zumal ich irgendwie immer noch hier rüber muss. So, was haben wir denn hier? Schlachtfeld, Sieg, Nahrungskiste. Saftiges Filet. Okay. Noch mehr saftiges Filet. Was ist das hier? Ach, für Alchemisten. Oh, fuck. Neue Tasche. Okay, geil. Neue Eier. Neue. Was ist das hier? Edel Lamaru Geschenkkiste. 23 Stunden. Oh. Screenshot. Darüber hat Schiff ziert, ne? Screenshot. Wenn ich die Farben jetzt alle herstelle, kriegt das eh nicht auf die Kette. Wer zu ist. Was ist das? Unreine Seele. Okay. Noch mehr Fleisch. Was ist das hier? Runenkiste. Rune. Aha, was ist das hier? Geschenkekiste, Schuhe. Brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Was ist das hier? Ferntresor, ach so. Hallo. Willkommen. Ja. Was kann ich für dich tun? Levina hatte recht. Irgendwas stimmt hier in letzter Zeit nicht. Wir müssen die Lage in Bamsdorf untersuchen und den Schuhstein aufstellen. Dieser Ort war eigentlich nie die Heimat der Naga, aber seit einiger Zeit fangen sie an, sich hier anzusiedeln und seitdem verhalten die Nymphen sich äußerst eigenartig. Sie sind aggressiv und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Wir müssen uns darum kümmern. Töte übernommene Nymphe in der Nähe des Sumpfes und melde dich dann bei mir. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Vor allem waren wir nicht da gerade? Das ist doch... Sie macht noch hier Unfug mit mir. Und ganz ehrlich, ich würde schon ganz gerne... Ja. Zurück mit dem Typen. Den. Oh, ein Kristall. Ein Amethyst. Was kann ein alter Mann für dich tun?
Du hast mich wirklich nicht enttäuscht. Für fähige Leute habe ich ein Auge. Eines Tages wirst du sicher so berühmt werden wie Regan selbst. So. Jetzt haben wir diese Mission fertig. Wow. Heftig, die Mission ist fertig. Wohin bringt mich das? Rückkehr nach Bemsdorf. Bemsdorf. Suchst du nach mir? Ja. Was haben die Nager den Nymphen wohl angetan? Wenn sie irgendeinen Zauber gewirkt haben, wären ja nicht nur die Nymphen betroffen, oder? Da muss noch mehr hinterstecken. Siehst du die ganzen Erdhügel hier? Die Nager haben Löcher gegraben und Sachen verbuddelt. Als die Nager gerade nicht hier waren, habe ich das mal untersucht. Und dabei habe ich eine Glaskugel gefunden. Ob es wohl noch mehr von ihnen gibt? Grabe die alle Glaskugeln aus den Erdhügeln im Sumpf aus. Der Anführer der Nager befindet sich im Sumpf. Nagerkommandant Krix hat die Nager vollkommen unter Kontrolle. Du musst Nagerkommandant Krix erledigen. Natürlich. Kommandant, Naga, Kommandant, Krix. Der ist schon grün. Naja, aber dadurch gehen die Quests ja trotzdem schnell. Ich meine, was ich wirklich an dem Spiel loben muss, ist, durch die ganzen Quests, die man macht, man kriegt sehr viel beigebracht, tatsächlich. Suchst du nach mir? Ja. Du hast die Glaskugeln. Etwas Böses geht von ihnen aus. Augenscheinlich haben sie vor, die Nymphen mit den Glaskugeln zu unterwerfen. Die Nymphen werden frei sein, sobald die Glaskugeln der Naga beseitigt wurden. Gute Arbeit, jetzt können die Naga endlich wieder klar denken. Wow, die sind beide scheiße. Gut. Die Seele der Träger hat vielleicht etwas damit zu tun. Oh, entschuldige. Also die Kreaturen hier in der Gegend wurden zur selben Zeit aggressiv, als die Mutrolle die Seele der Träger geraubt haben. Ich muss die Sache im Auge behalten. Aber wenn meine Annahme stimmt, steckt Quanzon ganz schön in der Klemme, wenn die Kreaturen in der westlichen Sandsteinschlucht auch aggressiv geworden sind. Könntest du an meiner Stelle gehen und Quanzon helfen? Natürlich. Ach, jetzt muss ich laufen? Ernsthaft? Ich muss nach da. Wo muss ich denn? Oh, wir kommen in ein neues Gebiet. Damit wir wieder in der nächsten Ecke dann nachher anfangen können. Gibt es jetzt mal ein Video mit Ton? Nein, schade. Oh. Samuntal. Du gehst mir wirklich auf die Nerven. Ich habe nicht mehr so angefangen mit dir zu reden. Und du hast einen Bären auf dem Kopf. Du siehst lächerlich aus. Was? Grunja kommt nicht? Wer bist du? Er hat dich stattdessen geschickt, also kommt er selbst nicht? Hm. Sind alle Arkana so? Ja. Keine Ahnung. Schau dir die... Shili Kirata hier einmal genau an. Woher sind sie wohl gekommen? Mit normalen Waffen kann man ihnen nichts anhaben und sie vermehren sich wie wild. Erledige diese widerwärtigen, ausgetrockneten Shili Serat und triff dich mit... Tronzen. Er ist angeblich in Samumtal gereist, um sich der Sache anzunehmen, aber man hat nichts von ihm gehört. Was soll das sein? Als ein komischer... seltsamer was? Was ist diese seltsame Maschine? Eine selbstsame gehörnte Maschine. Jemand hat Aiden auf sie gekritzelt. Dem Anschein nach scheint jemand sie vor nicht allzu langer Zeit verloren zu haben. Am besten wäre es wohl, den Besitzer in der Sandhöhle aufzuspüren. Welcher Sandhöhle? Gibt's jetzt den nächsten Dungeon? Was?
Wieso splattern die denn so? Wo wüten da irgendwelche... Jetzt habe ich hier schon so ein Promo. Mega. Wie? Benutze es nicht. Dabei ist es doch nur für 2 Tage da. Maski. Goblin-Lager. Muss ich hier überhaupt hin? Ich glaube nicht, oder? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht. Wir brauchen dringend Hilfe beim Kampf im Goblin-Lager. Wir suchen... Ach, mutigen Abenteuern. Das ist das perfekte Training für jemanden wie dich. Bitte nimm die Herausforderung an. Falls du dich zum ersten Mal meldest, habe ich noch einige hilfreiche Hinweise für dich. Du findest das Goblin-Lager ganz einfach, indem du M drückst und per Rechtsklick auf die Karte und den Ausschnitt vergrößerst. Wenn du nach weiteren Trainingsgebieten suchst, gibt es übrigens außer den Goblin-Lagern noch andere Orte. Besuche uns erneut, wenn es dir das nächste Mal in Nacht in Sinn... Es ist ein Training. Das Goblin-Lager sollte sich westlich von hier befinden. Es scheint auch noch andere Orte zu geben, an denen man trainieren kann. Ich sollte mir diesmal später ansehen. Was zur Hölle? Was trainiert man denn hier? Was hat er mir gerade gegeben? Man weiß es nicht. Portal gespeichert. Wir haben ein Portal gefunden. Und ganz viele Leute. Hallo. Ich will etwas Besonderes kochen. Angebot an Jane. Nimm mir mal bitte diese ganze Scheiße ab. In den endlosen Jagdgründen kannst du sowohl Monster töten und aufleveln, als auch Ausrüstung kaufen. Endlose Jagdgründe? Ist das jetzt einfach ein PvE-Trainingsgebiet oder wie darf ich das verstehen? Saftiges Fleisch. Was können wir denn mit diesem saftigen Filet machen? Achso, ne, Berufe. Achso, warte, ich habe noch eine Sache. Erstmal. So, was ist hier? Seelenhüter Vorratskiste. Aha, Smaragd B, Beinkleider. Amethyst ist in Arme, Schuhwerk. Das ist Helme. Was ist das? Schlachtfeld siegt Edelsteinkiste. Krass! Gürtel. Oh, das war erfolgreich. Können wir da nochmal? Jetzt können wir den nochmal aufwerten. Ja. Jetzt weiß ich auch, was der Stefan die ganze Zeit meinte. So. Wo kann ich den reinpacken? In einen Gürtel. In einen Gürtel, den ich hätte, wenn es ginge. Okay. Gibt's hier auch. So, Berufe reingucken. Berufe. Wo war das denn? Berufe, kochen. Trockenes Fleisch und einfach Soße. Was auch immer wir mit dem einfachen Filet machen können. Ich weiß. Ich verkaufe nur edelste Waren. Wiederholungsquest. Wiederholungsgegner im Goblin-Lager. Hast du all die herumstreuenden Goblins hier gesehen? Sie haben gestohlene Schätze weggeschleppt. Ich versuche ihnen die Schätze abzunehmen, aber damit ich sie den Einwohnern zurückgeben kann. Werde diese Störenfreunde los und hol die Schätze zurück. Wenn du mir den Goblin-Schatz überlässt, bekommst du eine Belohnung. Wir machen diese Wiederholungsquest jetzt ein einziges Mal.
um uns einfach mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Weil, machen wir uns nichts vor. Ich wollte gerade sagen, der stirbt ja wohl noch damit. La 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 la. So, den müssen wir auch noch looten. Ich finde die Wölfe übrigens cool. Tschu, tschu. Läuft. Gut, dass man den nicht voll getroffen hat. So, jetzt gucken wir einfach mal, weil wenn wir da eh von kein Level up durchkriegen, dann werde ich enttäuscht und gehe. Das ist viel, aber viel mitgebracht. Ich werde dir eine angemessene Belohnung geben, aber es gibt noch mehr Schätze, die zurückgehalten werden müssen. Bitte nimm ihnen noch weitere Schätze ab. Juhu, Wiederholungsquest. Okay. Wow. Jetzt habe ich immer noch nicht diese Questbelohnung. Ach, das ist mir zu doof. Das ist mir zu doof. Entschuldigung, Entschuldigung. Wohin muss ich? Ach, da. Da. Geradeaus. Geradeaus gehen. Da, wo auch Samumtal steht. Und noch eine andere Person. Eine wütende Landnymphe. Hallo. Lass mich in Ruhe. Der Fokus ist auf Hauptmission. Oh, ernsthaft? Muss man eben